Herzlich willkommen. Freitag, heute wieder Dartblock, Live-Kommentar. Und wir gucken uns das ein bisschen an vom Spielerischen, wie es gelaufen ist. Die Woche, ja, ich habe auch wieder nur 10 Minuten immer pro Tag trainiert. Das reicht völlig aus. Also für mich jedenfalls. Andere, ich habe es ja schon erklärt, die mehr Übung haben mit der jeweiligen Hand, die können natürlich auch 30, 40, 50 Minuten werfen. Gerade zum Anfang sollte man es nicht übertreiben und vor allen Dingen es immer so machen, dass die Konzentration im maximalen Bereich ist. Das heißt also, Training ist nicht viel zu machen, sondern konzentriert und wirklich gutes und zielorientiertes Training zu machen. Diese Woche habe ich versucht, die Höhe so ein bisschen einzupegeln. Normalerweise geht man ja erstmal so in der Senkrechten voran, aber hier aus meiner Sicht war es weitaus wichtiger, den Höhenbereich unter Kontrolle zu bekommen. Dann habe ich auch einen zusätzlichen Punkt gefunden, der mit diesem dominanten Auge, mit der Kreuzdominanz zusammenhängt. Wenn man also wirft, ich konzentriere mich auf mein Ziel und bin voll losgelöst von dem, was hier auf dieser Seite oder an der linken Seite passiert mit meiner Wurfhand, dann treffe ich mein Ziel. Sobald aber ich gucke und merke auf einmal, oh, orange, ich sehe also die Farbe und kann vielleicht auch Kontrast erkennen, dann geht der ganz weit nach links. Gerade Wahrnehmung im Bereich des peripheren Sehens ist davon abhängig, dass wir erstens einen hohen Kontrast haben und die Geschwindigkeit. Also wenn wir zum Beispiel als Fußballspieler oder Eishockeyspieler irgendwo stehen und im peripheren Bereich jemanden haben, der, sagen wir mal, die Zuschauer haben alle ein grünes Trikot an, ja, und der hat auch ein grünes Trikot und bewegt sich nicht, ist die Wahrnehmung im peripheren Bereich für uns, ihn zu orten, fast unmöglich. Hat er aber ein pinkfarbenes Shirt, sticht er heraus. Also der Kontrast zu dem Hintergrund ist sehr groß, sehr hoch. Ja? Oder wenn er an uns vorbeischießt, egal in welche Richtung er fährt, wir sehen einen hohen Geschwindigkeitsunterschied, dann kriegen wir ihn sehr gut wahrgenommen. Das würde also bedeuten, und so habe ich es mal gemacht, ich habe mir durchsichtige Flights genommen und weiße Schäfte und Tatsache läuft es besser. Das ist eine Sache subjektiv, sehr, sehr subjektiv, aber ich merke, dass ich überhaupt gar kein Problem mit Kreuzdominanz habe, bis hierhin. Es geht natürlich noch ein bisschen weiter, ich gucke mir das noch weiter an, aber das sind so meine ersten Erkenntnisse, die ich gewonnen habe. Ja, jetzt schauen wir mal, wie die Wurfbewegung, die hat sich jetzt nicht großartig verändert. Fester Stand, aufrecht, Arm hoch, Wurf. Also jetzt gehen sie mal alle auf die Triple 20. Damit man jetzt auch mal ein bisschen mehr erkennen kann. Oh, okay. Ja, das ist der Vorführeffekt. Kommt natürlich auch ein bisschen Nervosität hinzu. Man will natürlich sich auch mal ein bisschen beweisen und zeigen, wie toll es läuft. Aber so weit ist es bei mir noch nicht, dass ich unter Stress Leistung abrufen kann. Ja, und wie ich ja auch hier schon erwähnt habe, das ist so, in der Erwerbsphase werden wir unter Stress unsere Leistung nicht abrufen können. Die Leistung ist ja zerbrechlich. Das heißt also, wenn jemand anfängt mit dem Dartspielen oder an größeren Veränderungen an seinem Wurf gearbeitet hat, ist es kontraproduktiv, in den Wettkampf zu gehen, weil wir die Leistung nicht abrufen können. Was dadurch dann passiert ist, das Selbstvertrauen schwindet. Es sinkt ins Bodenlose. Und dann hat man auch gar kein Vertrauen zu dieser Maßnahme, die man da eingepflegt hat. Oder als Anfänger denkt man, warum bin ich so schlecht? Er ist gar nicht schlecht. Er ist eigentlich ganz gut, ja. Aber er ist noch nicht in der Lage, seine Bewegung, die er hat oder die er erlernt hat, abzurufen unter Stress. Und dafür brauchen wir die nächsten Phasen, ja, die Festigungsphase und dann den Bereich, wo wir dann automatisieren. Um das auch mal so für euch klar zu, es muss nicht immer schlecht sein, was ihr macht, sondern es kann auch sein, dass ihr noch gar nicht so weit seid. Ne? Muss man individuell festlegen und festhalten. Ja, dann denke ich wieder, wie toll. Und dann geht es natürlich ganz weit nach links. Aber man sieht ganz klare Verbesserung des Trefferbildes. Okay.
Oh Gott. Ja, also Verbesserung des Trefferbildes würde ich jetzt mal wirklich darauf schieben, dass jetzt eine Kamera an ist und ich weiß, dass es nachher auf YouTube rund hochgeladen wird. Gott. Könnt mir also in dem Sinne glauben, das geht schon ein bisschen besser als noch am Dienstag. Versuchen wir mal eine 100 zu werfen, eine Live-100. Ja, okay, über Bildern vielleicht. Ja. Oh, wie gesagt, auch immer sehr wichtig, sich daran zu orientieren, was will ich überhaupt schaffen, was will ich erreichen, was will ich machen. Ja. Mal an eine 100 zu denken, ist jetzt mit Sicherheit nicht von Nachteil. Also jetzt kann man sehen, es hat schon ganz andere Züge, als es noch letzte Woche Dienstag hatte, oder? Vorletzte Woche Dienstag, wann habe ich angefangen? Also erkennbar, die Trefferfläche ist ganz anders, als es noch vorher war. Ich mache jetzt mal ein paar auf Bull, dann gucken wir mal, wie es da aussieht. Was auch erkennbar ist, sobald ich also den Fokus wirklich von meinem Ziel habe, mich nicht ablenken lasse von der Seite, dass die von der Linie her, von der Senkrechten her wirklich ganz gut stecken. Und wie ich schon im Vorfeld erwähnt habe, es sind die Höhenabweichungen. Deshalb habe ich zuerst daran gearbeitet. Wie habe ich es gemacht? Ich mache es ganz einfach, damit es schnell geht. Ich nehme hier so ein Papier. Bitte keine blöden Anmerkungen. So, ne? Und dann mache ich eins nach unten und eins nach oben. Dann lasse ich mir also in dem Sinne dann eine Fläche frei. Oder ich grenze das dann so ab, dass ich die dann so nehme. Na, oder ich schneide sie mir halt durch und versuche sie dann zu treffen. So kann ich mich dann ausrichten und korrigieren. Oft ist es auch so, dass ich dann, also ich habe auch mit einem abgedeckten Board schon gearbeitet und mache dann die Streifen drauf. So habe ich dann eine einheitliche Markierung und werde nicht abgelenkt durch ja, unterschiedliche Farben. Auch hier, Ablenkung ist wie gesagt zum Anfang nicht von Vorteil. Ablenkung und Störung während des Trainings gehört später dazu, um sich ja, variabler auszurichten und auf jeden Fall definitiv besser zu werden. Wenn ihr immer nur eintönig ein und dasselbe macht, könnt ihr euch nicht verbessern oder jedenfalls nicht so in der Form, wie es möglich ist, wenn man mit Störungen arbeitet. Also, dass man auf dem Wackelbrett spielt oder dass man Ziele klein fasst und ja auch mal mit Geräuschen, veränderten Rhythmen und so weiter und so fort arbeitet. Das gehört einfach dazu, um variabler zu werden. Je variabler wir werden, desto besser können wir auch im Wettkampf unsere Leistung abrufen. Also zum Anfang ist es aber so, macht es einfach, so dass ihr euch, dass die Konzentration lange aufrechterhalten bleiben kann und vor allen Dingen wir erstmal einfache Treffer erzielen können und Erfolge haben. Ja? Also manche machen es zu schwer, sie fangen sofort an zu spielen und dann, ja, auch 55er Average, was muss ich da erreichen? Und auf Doppel, komm, Doppel in, Doppel out, also nochmal schwieriger. Und denken, je schwieriger sie es zum Anfang machen, desto besser haben sie den Lerneffekt raus. Aber das ist nicht der richtige Ansatz. Weil ich durch Korrekturen, durch falsche Fokussetzungen, durch falsches ja, Erarbeiten von irgendwelchen Korrekturarbeiten und Änderungen immer mehr verfalle in irgendetwas, aber nicht in einen Stil. Ja, und das wollen wir hier erarbeiten. Kommen wir wieder aufs Bull.
Also ganz klare Fortschritte zu erkennen. Auch für mich vom Gefühl her ist es eine ganz andere Maßnahme. Also ich merke, dass meine Übungen schon die ersten Erfolge erzielen. Und vor allen Dingen das Schöne daran, mit der linken Hand zu werfen, fühlt sich für mich absolut befreiend an. Ich habe vor 10 Jahren Tattoos gehabt, also 2 Jahre lang ziemlich heftig. Und merke es auch immer wieder. Ja, es ist immer wieder, es ist mal drin und man muss mitarbeiten. Ich krieg's auch teilweise unter Kontrolle. Aber wenn es jetzt mal, sagen wir mal, in harten Turnieren, wo es dann wirklich um was geht, wenn ich die spielen würde, könnten diese Maßnahmen oder diese Situation wiederkommen. Ja? Und da muss man natürlich wissen, wie reagierst du drauf? Verfällst du sofort in Panik, weil was ist jetzt los? Was mache ich jetzt? Muss ich jetzt anders werfen? Muss ich schneller werfen? Sondern da weiß man, okay, das ist da. Ich muss damit umgehen. Ich muss mich jetzt darauf konzentrieren, herunterzukommen und mich an meine Erfolge erinnern. Also positives Denken, das ist extrem wichtig. Und das kann man nur machen, wenn man die Erfahrung hat und eine Handlungsroutine hat und weiß, okay, es gehört dazu. Und dann kommt es immer seltener. Während man aber daran denkt, ja, woran kann das jetzt liegen? Wie kann ich das ändern? Und muss ich jetzt anders greifen? Und ja, ich werde es dann wohl nie packen. Das sind kontraproduktive Gedankengänge. Also Handlungsroutinen erarbeitet man sich aber auch im Training. Und nicht erst, wenn man ein Problem hat, sondern auch generell kann man mit mentalen Training während des Trainings anfangen. Also wartet nicht erst, bis das irgendetwas passiert, wo ihr denkt, ihr braucht Unterstützung, sondern fangt sofort an damit. Zielsetzung, positives Denken, positive Selbstgespräche während eines Spiels. Also als kleiner Hinweis nochmal, wann fängt es denn eigentlich an, problematisch zu werden? Das könnt ihr sehr gut daran erkennen. Ihr seid vorher sehr positiv ausgerichtet und denkt, Mensch, toller Tag heute. Heute wird es klatschen. Mir macht es richtig Spaß. Wenn ihr dann auf einmal merkt, ja, hier ist irgendwo so ein Schalter, ihr habt ein schweres Spiel, hier ist irgendwo ein Schalter und es geht langsam in so eine Richtung wie, ob ich es schaffe, oh Mann, der ist so stark, der Gegner. Wenn ihr da hinkommt, also wenn ihr von dem Positiven, Selbstbewussten die ersten Zweifel merkt, dann geht es langsam um und schlägt um in eine schlechtere Leistung. Adrenalin macht euch fast unfähig danach her, wenn ihr immer mehr in diesen negativen Gedankensektor verfallt, eure Leistung abzurufen, eure Muskulatur zu bewegen. Also könnt ihr in dem Sinne schon jetzt steuern und könnt sagen, okay, ich habe ein Handlungsmuster dafür. Und das bietet Mentaltraining, diese Werkzeuge. Und dann könnt ihr nämlich anfangen, okay, so mache ich es. Und ihr habt also weiter euren positiven Aspekt oder eure positive Motivation und geht über diesen Punkt hinweg. Also ihr merkt, es gibt auf einmal in der Gedankenwelt so einen Punkt, aha, hier kommt der Schalter, hier muss ich auf einmal gegensteuern. Ja? Stopcodes oder was auch immer. Es gibt viele, viele Optionen, die man nutzen kann, aber die muss man vorher trainiert haben. Und so ein Stopcode funktioniert nicht, indem man weiß, dass es sowas gibt, sondern man muss es trainieren. Und das machst du im Training. Ja, WDA zum Beispiel, für mich immer hervorragend. Ich weiß ganz genau, wann bei mir das umschlägt. Da kriege ich richtig schlechte Laune. Und da weiß ich, okay, jetzt müsste ich mit einem Stopcode arbeiten und kann den anwenden. Ja, und irgendwann weiß man, es funktioniert. Auch hier. Und dann nachher im Wettkampf und dann weißt du, okay, du brauchst gar keine Angst mehr vor dieser Situation zu haben und du kennst es. Du musst nämlich vorher wissen, was du machen kannst. Du musst erkennen können, warum du etwas auf einmal anders machen musst, als einfach weiterzuspielen. Und das ist eine Erkenntnis, die man im Training gewinnt und im Training festigt und daraus dann Handlungsroutinen erarbeitet. So, dann nochmal ein paar auf Bull. Nicht so gut. Aber das Triple 20. Okay. Ja, vielleicht zu viel gequatscht. Ich hoffe nicht, dass es euch auch so geht, dass ihr denkt, oh, hat er wieder viel gequatscht. Aber man sieht es ja auch an den Reaktionen und vor allen Dingen auch an den Kommentaren, dass diese Linksendung ganz gut ankommt.
Von daher, also wenn wir das mal so auch so weiterführen, auch freitags wird dann halt diese kommentierte Session kommen. Ja, okay. Ja, das ist ein bisschen schwierig. Also diese kommentierte Session kommen, ja, und der nächsten Woche, das hatte ich eigentlich für heute geplant, hatte ich auf Instagram ja den beiden versprochen, da geht es darum, braucht mein Dart eine Mulde oder nicht? Kann ich dadurch den immer an derselben Stelle greifen? Auch hier, das sind so Handlungspläne, die man sich selbst erarbeiten muss und die kann man auch trainieren. Man kann zum Beispiel trainieren, wie man den immer greift, dass er immer den gleichen Ansatz hat. Das Problem dabei ist, wir machen das nicht. Wir agieren immer gleich nacheinander und auf einmal klappt es nicht und dann wir werfen trotzdem. Eine Sache der Koordination. Zum Beispiel gute Sportler, die wissen, hier läuft irgendwas nicht, während andere, die von der Rhythmisierung unheimlich abhängig sind, die müssen werfen. Die haben also so ein, und das werden viele von euch bestimmt jetzt auch wissen, was ich meine. Du merkst, es ist irgendetwas falsch, aber du musst trotzdem das Ding loslassen, obwohl du weißt, es ist nicht richtig. Ich mache es auch so, aber ich weiß, wenn der nicht richtig drin ist, egal, wenn ich merke, oh, der ist zu weit hinten, dann weiß ich, was ich zu tun habe, dann gebe ich mehr Druck und der kommt bei mir leider aus der Schulter. Oder wenn ich ihn zu weit vorne habe, dann weiß ich, oh, dann muss ich mit dem Handgelenk ein bisschen arbeiten. Die gehen trotzdem rein. Ja, also die gehen insoweit trotzdem rein, so wie meine Fähigkeit ist, meine Leistungsfähigkeit ist. Viele haben aber so dieses Problem, sie merken dann, ach, sie wissen gar nicht, was sie machen und verlieren komplett die Kontrolle. Ja, und je besser man koordinativ ausgebildet ist, weiß man schon zum Anfang, oh, hier ist stimmt was nicht, ich breche einfach ab. Aber oft sieht man ja, die Leute sagen, Rhythmus ist wichtig. Und der ist wirklich sehr, sehr wichtig. Rhythmus kann dich unheimlich weit bringen. Aber Rhythmus können wir leider nicht immer selbst bestimmen beim Dart. Ja, wir haben Gegner, die etwas langsamer sind. Also muss ich mich dementsprechend auch anpassen. Ich muss also meine Rhythmusfähigkeit, die muss ich auch mal ausprobieren und unter Belastungsprobe stellen. Und da gehört auch dieses Problem dazu, dass man sich einfach mal merkt im Training, okay, der liegt nicht richtig, halt, stopp, brich mal ab, setz mal neu an und da neue Erfahrungswerte zu schaffen. Was passiert? Die Angst zu haben, der Rhythmus geht vor alles, also vor allem. Ja, Rhythmus ist sozusagen der Garant dafür, für Erfolg und wenn du den Rhythmus nicht einhältst, dann bist du schon zum Misserfolg verurteilt. Das ist so ein Denken, was wir haben. Und ich denke, der Rob Cross ist der Erste, der es mal so richtig gezeigt hat, dass man auch mal zurückgehen kann, sich neu motivieren kann, neu ausrichten, neuer Fokus, zack, und dann geht's weiter. Hat er vor ein paar Jahren eindrucksvoll bewiesen und viele haben gesagt, ja, das ist falsch, man soll nicht abbrechen. Aber gerade die, die ein Problem damit haben, sollten mal überlegen, wie es ist, einfach mal auch zu unterbrechen. Ja, hört sich jetzt ein bisschen kompliziert an, wollt ihr dazu mehr wissen, kommt nächste Woche ein Teil raus, weil ich nämlich auch gleichzeitig noch mit einem Gadget arbeite. Das müsste heute Morgen, spätestens Montag kommen. Und dann gibt es dazu eine kleine Erklärung und auch eine kleine Einführung, wie man sowas trainieren kann. Und ich führe mal dieses Gadget vor. Ich bin schon ganz gespannt. Weil, ja, ich habe Zweifel, aber Zweifel bedeutet, man muss erstmal testen, gucken und dann kann man sich ein Urteil bilden. Zusammenfassung von dem heutigen Video. Die Gruppierungen sind auf jeden Fall besser geworden. Unter Stress sind sie nicht abrufbar. Liegt einfach noch daran, weil ich noch viel zu frisch in der ganzen Sache bin. Ich muss also noch sehr, sehr viel trainieren, um überhaupt in den Festigungsbereich reinzukommen. Dann fangen wir an, mehr zu belasten. Was habe ich bisher gemacht? Ich habe angefangen, die Horizontale so ein bisschen abzuarbeiten, abgedeckte Board, etwas gespielt, mehr Gefühl.